Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Add-on-Guide über das Add-on Vim WoW Instant Messenger und was es damit auf sich hat, wie du dir damit das Leben super einfach machen kannst, was Text- und Chat-Nachrichten angeht, erfährst du nach einem kurzen Intro, also bleib dran. Ja, wozu braucht man eigentlich überhaupt einen Chat-Add-on? WoW hat ja einen Chat und da braucht man ja eigentlich doch gar keins. Haha. Es ist ganz häufig so, dass wenn man unterwegs ist, wenn man irgendwas macht, man jagt irgendwelche Viecher, ist im Dungeon unterwegs und da gibt es tausend Möglichkeiten. Man verpasst gerne mal eine Chat-Nachricht. Bei mir jetzt hier hinter dem Chat versteckt, Vim ist ein super gutes Add-on, um eben halt mal, das ist ein Test, um mal eben schnell eben halt eine Nachricht zu schicken. Ihr habt schon gesehen, da ploppt so ein Fenster auf. Wie ihr dieses Fenster dahin bekommt und danke, ich schreibe dir gleich wieder. Wie man dieses Fenster hinbekommt, das zeige ich euch. Erstmal braucht ihr nämlich das Add-on. Vim heißt es. Bis, ja, schauen wir mal. Installieren wir das jetzt. Für die einfachste Art der Installation empfehle ich dir WoW Up. Einfach WoW Up runterladen und dann installieren. Die Adresse konntest du ja hier bei der Einblendebox sehen. Und damit könnt ihr all eure Add-ons verwalten, einrichten, erstellen bzw. halt runterladen und dann eben halt einstellen und immer aktuell halten. Kann ich nur empfehlen. Ich selber habe Vim schon installiert. Wenn ich jetzt einfach da oben Filter Vim eingebe, dann seht ihr, dass es aktuell ist, wurde das letzte Mal vor einem Monat aktualisiert. Wenn ihr das noch nicht habt, müsst ihr einfach hier oben auf Add-ons installieren klicken. Ihr sucht euch das Add-on raus. Einmal Vim eingegeben, Enter gedrückt und schon seht ihr, Vim Skin 11 User Interface, den kann ich auch nochmal mit installieren, dann kann ich euch das gleich on the fly zeigen. Weil ich 11 User Interface benutze, das ist nochmal eine feine Geschichte. Dann kann man das wieder wegmachen. Ihr seht, das ist jetzt hier noch so standardmäßig, da habe ich mal mit dem Marcel gechattet, mal eben, und jetzt ist es ja noch nicht aktiv. Ne? Ich rede immer meistens in den Add-on-Videos bei mir, wie man das dann macht. Wenn ich jetzt hier einmal reingucke, da fehlt es noch, also muss ich quasi einmal slash rl eintippen, das Interface neu laden und dann lädt er das damit rein in die ganze Geschichte. Kann ich dieses Chat-Add-on kann man auch noch ein bisschen weiter einstellen. Das machen wir auch gleich. Ich zeige euch da mal die einzelnen Chat-Menüpunkte und wie man die Schriftarten verändern kann, Smileys wegmachen kann und auch sich die alten Nachrichten da mal anzeigen lassen könnte, falls man mal nochmal was nachlesen möchte und das nochmal sich ins Gedächtnis holen will. So, wenn ich jetzt quasi das einmal neu geladen habe und jetzt habe ich natürlich nichts mehr und auch keine Flüsternachrichten. Ihr findet das nämlich immer hier oben in der Ecke. Müssen wir auf jeden Fall als erstes einmal gucken, ob das auch wirklich mitgenommen worden ist. Das ist da unten, wie ihr seht, Vim 11 User Interface Skin ist jetzt hier. Jetzt bin ich da wieder weg. Also hier Vim und Vim 11 UI, damit man das ein bisschen schöner hat, ist auch gleich schon mit aktiviert worden, weil wir da eben halt das Interface neu geladen haben. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man es einstellt. Bevor ich das einstelle, ganz fix nochmal eben schnell mit dem Marcel geschnackelt hier, einmal auf Flüstern gegangen, zack, jetzt hat er das im 11 User Interface Skin noch nicht mit übernommen, aber gut, Test. So, jetzt haben wir das im Test hier drinne und wenn ich jetzt so Nachrichtenverlauf mir nochmal angucken möchte von Marcel. Marcel und ich haben uns da schon mal ein bisschen miteinander unterhalten. Kann ich mir hier den Nachrichtenverlauf einmal anschauen. Das ist jetzt der heutige. Ich kann aber auch alle anzeigen. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm gechattet. Textansicht, man kann das auch nochmal so sich betrachten. Das ist jetzt nur der falsche Charakter, mit dem er unterwegs ist. Kann auch mit anderen mir die Sachen im Grunde genommen anschauen, mit denen ich, wo es halt länger her ist, mit wem ich gechattet habe. Das Ganze ist immer serverbasiert, also wenn ihr mit eurem Charakter eingeloggt seid oder Charakteren von dem Server, könnt ihr entweder den Charakter auswählen, ihr könnt aber auch Chatnachrichten von anderen Charakteren mitnehmen. Alle Anzeigen kann man im Grunde genommen ja eben halt sich dann seinen passenden Chatpartner raussuchen. Das funktioniert eigentlich ganz einwandfrei, Kreuzchen gedrückt. Dann geht auch das. So, wenn ich das jetzt einstellen möchte, dann kann ich Escape drücken, auf Interface gehen,
auf Addons gehen und dann findet ihr erstmal dort nichts. Huch. Ihr wollt es aber trotzdem einstellen. Das ist ganz einfach. In der Regel stellt man die Addons ja immer darüber ein, ihr müsst eigentlich nur auf diese Sprechblase, die ihr jetzt an der Minimap bekommen habt, ich gehe da mal hin und her mit der Maus, müsst ihr nur einen Rechtsklick drauf machen und auf Einstellungen klicken. Ja, dann kommt ihr in dieses Menü rein und seht im Grunde genommen quasi erstmal den Hauptbildschirm von dem, was man so einstellen kann. Ihr könnt das Symbol auch von der Minimap anlocken, das geht auch. Dann ist das, muss man, ja, mit der Shift-Taste kann man es verschieben. Man kann sich das auch hier auf seinen Charakter raufpacken, dann hat man da immer, also man kann das überall hinschieben, wo man es dann halt hinhaben möchte. Rechtsklick, um ungelesene Nachrichten anzuzeigen. Ich habe keine ungelesenen Nachrichten momentan, deswegen passiert da jetzt nichts, aber auch das wäre möglich, das so mit einzustellen. Genau. Ihr könnt die Fenster auch einstellen, ihr könnt das so ein bisschen breiter machen. Wenn ich jetzt Marcel nochmal wieder zurückschreiben wollen würde, dann seht ihr hier, es ist sehr viel breiter geworden, das Fenster. Man kann das halt wirklich auch klein machen, breit machen, so wie man es haben möchte. Wie hoch das sein soll, falls man wirklich außerordentlich viel chattet und ERP betreibt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist so. Nein, ich tue das nicht. Fensterskalierung kann man auch nochmal, also für die ganz Blinden geht das auch in mega groß. Man kann das halt wirklich, wie gesagt, so ein bisschen so konfigurieren, wie man das gerne haben möchte. Quasi. Das ist auch da möglich. So. Genau. Man muss sich das halt einfach so hinbasteln, wie man das gerne hätte. Fensterskalierung. Ich glaube, so war es. Irgendwie so grob. Aber auf jeden Fall, man kann sich das auch noch halt in die passende Größe stellen. Was wichtig ist, sind zum Beispiel so Schriftarten. Also ihr könnt auch die Schriftarten, die ihr installiert habt, seht ihr dann hier. Schriftart Außenlinie dünn dick, das kann man auch nehmen. Verwende für den Skin empfohlene Schriftart. Ich kann jetzt auch die Schriftarten komplett ändern. Ne? Also wenn ich den Haken hier rausnehme, kann ich auch Oswald nehmen. Ich kann Morpheus nehmen, das ist dann so ein bisschen Diablo-Style. Das ist natürlich auch richtig cool. Oder eben halt, ich verwende dann wieder die Standardschriftart, die quasi easy, ganz normale. Also das ist persönliche Präferenz, wie man sich das einstellen möchte. Die Formatierung, und das ist eigentlich das Wichtigste mitunter, die Formatierung ist gar nicht so unwichtig. Wenn ich jetzt nämlich hier einen Link eintippe, www.google.de, ist das auch, dann kann ich quasi hier das in den, wenn ich das anklicke oder mir flüstert der Marcel eine Adresse zu, wo eine Wiegaura ist, dann kann ich mir die im Grunde genommen quasi einmal rauskopieren. Sobald ich das anklicke, ist das hinter mir in dem Chatfenster aufgetaucht und markiert bereits. Ich muss eine Steuerung C drücken. Ich suche mir mein Internetdings raus hier. Ihr seht, da ist jetzt noch gar nichts bei mir, außer meine Sachen, die so drin sind, www.google.de, Enter gedrückt. So, und jetzt bin ich bei Google. Ganz easy also. Ne? Kann das aber auch ausstellen. Internetadressen als Links anzeigen, dann verschwindet das wieder. Dann ist das im Grunde genommen, wenn ich jetzt nochmal www.google.de nochmal eintippe, nee, taucht doch trotzdem immer noch so auf. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass also es taucht auf jeden Fall auf. Das wird euch nur eben halt hier extra hervorgehoben. So, das ist das. Upala, jetzt nehmen wir das mal weg. Lange Nachrichten einrücken ist nochmal so eine Einstellung, die man benutzen kann, damit das da ein bisschen so weggeschoben ist, damit das auch als lange Nachricht gut zu erkennen ist. Aber ich persönlich habe das nicht. Viel wichtiger, kolorierte Namen finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil dadurch sieht man sofort, welche Klasse gespielt wird. Ist halt der Paladin jetzt hier in dem Fall, wenn es ein Druide ist, dann wäre es so orange und so weiter. Also das geht auf jeden Fall auch. Man kann die Namen auch umändern in die Brackets. Also man kann eben halt das in Klammern oder mit diesen Pfeilklammern machen, wenn man das so besser sehen möchte. Man kann das aber auch wegmachen, also das geht halt auch. Standardeinstellung kann man auch so lassen. Also das passt so. Gut, passt schon. Zack, und schreib mir mal in 5 Sekunden, bitte. So, wenn ich das jetzt wegmache, dann taucht dieses Fenster gleich auf, sobald er mich anchattet.
Ja, und dann verpasse ich halt keine Nachrichten mehr, ne? Das sagt dann blip, blop, blop, sagt es dann, und dann taucht es wieder auf. Genau. Es gibt natürlich auch noch so paar Kleinigkeiten, die man hier noch mit einstellen kann für Mac OS X zum Beispiel. Die meisten werden auf Windows spielen. man kann die Fenster auch in Tab-Gruppen platziert haben. Das geht halt auch. Einzelne Fenster aufgemacht, aber auch das würde ich auf Standard lassen. Es geht halt wirklich primär darum, dass man eben halt diese Sachen wirklich nicht verpasst. So, wenn man jetzt bei den Flüsternachrichten auch noch unterwegs ist, dann kann man auch noch in farblicher Unterscheidung sehen, dass es Battle.net-Messages sind oder ob es gesendete und empfangene Flüsternachrichten sind. Ihr könnt zum Beispiel auch Rot und Grün nehmen. Das würde auch gehen, falls ihr euch das besser unterscheiden könnt. Das ist so ein bisschen Optik halt, ne, wie man das besser haben möchte. Nachrichtenverlauf, den kann man auch mit anmachen. Man kann auch alle aufzeichnen. Also selbst wenn man mit irgendwem chattet oder von irgendwem zugeflamed wird, der nicht in der Freundesliste ist, nicht in der Gildenliste, wird aufgezeichnet, kann man dann auch, falls man nochmal eine Nacht drüber schlafen möchte, ein Ticket so eröffnen, kann man das immer noch nachweisen. Sowas ist halt auch ganz cool. Oder falls man mal mit jemandem gechattet hat und das gerne wieder sehen möchte. So. Mal gucken, das hat er jetzt nicht gelesen. Ich glaube, er hat das Addon nämlich gar nicht. Auf jeden Fall, das kann man dann eben halt auch noch. Ja, und jetzt ist das Fenster wieder aufgeploppt da. Danke. Danke. Das Fenster ist halt aufgeploppt und ich habe es nicht verpasst. Es gibt auch noch einen Ton, den solltet ihr jetzt auch gehört haben. Das ist nett von dir. Also, hubala, dir. Man kommt auch immer wieder in dieses Fenster rein, mit dem letzten, mit dem man gechattet hat, indem man die Taste R drückt. Das ist ja wie beantworten. Das weiß ich doch. Ein guter. Er ist wirklich ein knorke Junge, der Mann. Also das kann man dann eben halt auch noch mit einstellen. Verlaufsanzeige, man kann aber auch alle Fenster, erstmal alle Fenster zeigen, und dann tauchen die Fenster auch wieder auf. Man kann aber auch alle Fenster verbergen, dann verschwinden sie alle wieder, falls man wirklich viel Chatverkehr hat als Gildenmeister oder Content Creator, ist das jetzt gar nicht so ohne, das kommt hin und wieder mal vor. Fensterverhalten, Slash-Befehle abfangen, das geht auch. Man kann hier das Fensterverhalten auch noch ein bisschen einstellen, aber ich würde es tatsächlich auf den Standardeinstellungen lassen, weil das ist eigentlich immer relativ, das passt für den Großteil oder für den Hauptteil der WoW-Spieler passt es eigentlich, und dann würde ich ins Detail reingehen, wenn man da wirklich was Spezielles einstellen möchte. Ja, hui, fertig. Das war sehr viel, glaube ich, über ein Chatfenster, aber man kann da eben halt eine Menge mitmachen. Ich hoffe, dir hat der Guide gefallen und du bist jetzt fröhlich am Chatten. Ich stand früher wirklich, also ich hätte früher gerne so ein Addon gehabt, zu Klassikzeiten. Ich glaube, das gab es damals noch gar nicht. Als ich in Ironforge auf dem Balkon stand und da mit der einen oder anderen Elfendame gechattet habe, da wäre es dann manchmal gar nicht verkehrt gewesen, so ein Chatprotokoll zu haben. Da wären sogar den Zwergen die Nasen und die Ohren rot geworden. Nee, viel Spaß beim Chatten, beim einfacheren Chatten. Lass dir gut gehen. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.